Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Olli fährt. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag und es ist relativ schönes Wetter. Somit habe ich mal die Chance genutzt und werde mal hier mit dem Mofa noch eine kleine Runde fahren. Hier wollte ich schon immer mal schmückern und wenn ich jetzt einen netten Platz finde, an dem ich meinen kleinen Jahresrückblick dann aufnehmen kann, dann mache ich das und lasse nochmal das Jahr 2022 so ein bisschen Revue passieren. Es ist ja eine Menge passiert und schauen wir mal, ob und wie wir hier auf dem alten Flugplatzgelände ein stilles Örtchen finden können. Ja, das sieht doch hier sehr vielversprechend aus. Ja, herzlich willkommen nochmal zum Jahresrückblick 2022. Ist ja viel passiert dieses Jahr. Auf die politischen Sachen möchte ich weiter so gar nicht eingehen. Da haben wir auch ein bisschen auf dem Kanal darüber gesprochen, das ein oder andere Mal. Rückblickend bin ich einfach dankbar, dass meine Familie und ich soweit gesund sind. Es ist eine Menge passiert auf dem YouTube-Kanal im letzten Jahr. Dafür möchte ich mich explizit bedanken. Und deswegen muss ich mal meinen Spickzettel rausholen, damit ich hier auch niemanden vergesse.
Ich hatte erst überlegt, wieder so einen Zusammenschnitt zu machen und besten Szenen, aber im Endeffekt könnt ihr euch ja die Videos alle auf dem Kanal gerne nochmal anschauen. Da sind ein paar super Sachen dabei, wie ich finde. Aber dieses Video gilt hauptsächlich den Leuten, die es überhaupt ermöglicht haben, dieses Jahr den Kanal zu machen. Das heißt, ich möchte mich zuallererst bei den Menschen bedanken, die mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht und mir ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich und ohne euch wäre der Kanal Olli fährt dann in der Form, wie er jetzt existiert, auch überhaupt nicht möglich. Also, vielen Dank an Steffi und Fabi, an Dirk, Janette und Andi, an den Klaus, die Sandra, Steffi und Marina, der Sarah, dem Daniel, dem Felix, dem Sascha, dem Martin und natürlich dem größten Content-Lieferanten, meinem guten alten Freund Gregor. Herzlichen Dank dafür, dass ihr die Fahrzeuge zur Verfügung gestellt habt, also eure persönlichen privaten Fahrzeuge zur Verfügung gestellt habt. Super Sachen. Weiterhin möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei den Gästen von dem neuen Format Olli fährt bedanken. Also Olli fährt war ja so eine Idee, das habe ich ja dieses Jahr erst angefangen. Einfach interessante Leute, also Leute, die ich interessant finde, einzuladen, mit denen in meinem Chevy eine Runde herumzufahren, ein lockeres Gespräch zu führen. Das war auch immer ungeskriptet, das gab es auch immer unzensiert, da wurde auch nichts rausgeschnitten. Da gab es dann immer nur ein paar Schnitte, wenn der Akku alle war. Ansonsten sind die Dinger 1:1, so wie sie aufgenommen wurden, dann auch bei YouTube gelandet. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank bei den Gästen. Zuallererst bei Yannick vom YouTube-Kanal JX Dashcam. Dann natürlich bei Sebastian von filmstarts.de. Vielen Dank auch an Thomas, dem digitalen Chronisten, dem Remo, also dem Zero Pioneer. Dann natürlich dem Florian von Lackflo und dem Klaus von Frag ja nur. Die einzelnen Kanäle werde ich jetzt auch noch mal in diesem Video hier unten dann verlinken. Da könnt ihr gerne mal auf die Seiten raufgehen und mal schauen, ob ihr da vielleicht auch Content findet, mit dem ihr was anfangen könnt. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr euch auf das Format eingelassen habt. Ich möchte das gerne nächstes Jahr auch weitermachen. Muss natürlich gucken, dass ich auch Leute finde, die weiterhin bei dem Format mitmachen. Da bin ich natürlich auch dann auf die Mitmachbereitschaft der Gäste angewiesen. Zu guter Letzt noch ein Dankeschön an die gesamte Berliner, Brandenburger, USK, Motorrad- und Oldtimer-Szene. Durch die Veranstaltungen, Gedenkfahrten und was ihr alles so auf die Beine stellt, hat man natürlich als Content-Creator immer sehr gute Möglichkeiten, dort auch entsprechend Content zu erstellen. Macht weiter so, auch die vielen karitativen Sachen, die dieses Jahr gelaufen sind. Ich hoffe, das geht im nächsten Jahr dann auch so weiter und dann nehme ich auch gerne wieder an den Veranstaltungen teil. Natürlich auch so ein bisschen Eigennutz, aber auch um euch dann in euren Anliegen und in eurer Sache zu unterstützen. Ja, das war's eigentlich hier von der Seite. Ich wünsche euch Zuschauern, Followern, Abonnenten und euren Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr. Verbleibe mit den besten Grüßen, würde mich über ein Kanalabo, einen Daumen nach oben und einen Kommentar natürlich sehr freuen, auch wenn ihr das Video teilt, so seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ansonsten schaut euch das nächste Video wieder an, wenn es wieder heißt Olli fährt und da werden wir dann sehen, mit was, mit wem, wohin Olli dann das nächste Mal fährt. Also dann, ciao, ciao. Und bevor ich es vergesse, natürlich noch ein Dankeschön an meine tolle Frau, dass sie mich auch so unterstützt, mir die Zeit und den Raum gibt, meinem Hobby hier nachzugehen. Vielen Dank, Schatz.